für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Bürger. Seit Jahren erzielen wir mit künstlicher Intelligenz enorme Fortschritte. Fast täglich erleben wir weltweit neue, bahnbrechende Innovationen. Wir erleben neue Geschäftsmodelle. Diese werden unterstützt, verbessert und erweitert durch KI. Wir haben mit dem DFKI, wie Herr Steyer gerade gesagt hatte, das weltweit größte Institut auf diesem Gebiet. Hier finden wir geballtes Know-how. Hier kooperieren Forschung und Industrie so, wie es sein soll. Und vielleicht, meine Damen und Herren, ist das Institut deshalb so erfolgreich, weil die Wirtschaft die Federführung hat. Laut Weltwirtschaftsforum liegt Deutschland 2018 weltweit auf Platz Nummer 1 der Innovationsfähigkeit. Genug Gründe, um optimistisch, vielleicht sogar euphorisch in die Zukunft zu schauen. Doch genau diese Innovationsfähigkeit oder vielmehr das Innovationsverständnis scheint bei Ihnen in der Bundesregierung irgendwie noch nicht richtig ausgeprägt zu sein. Anders kann ich mir nicht erklären, wie Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland, der derzeit noch eine recht gute Ausgangsposition hat, ohne klares Vorgehensmodell in die Zukunft pushen wollen. Die Fragen, die bereits zu diesem Thema gestellt wurden, kann man umfangreich ergänzen. Auch wir haben auf dieser Basis mit unserem Antrag umfangreiche Maßnahmen gefordert. Wenn ich mir allerdings Ihre Umsetzungsstrategie ansehe, dann verwenden Sie dort einen kleinen Abschnitt für den Bereich KI. Und ich will meine Vorredner, Frau Christmann, unterstützen, das ist alles nur kein Strategiepapier. Sie haben keine wirklichen Lösungen und Ziele präsentiert. Wo wollen Sie denn konkret investieren und für welchen Zeitraum? Finanzierungsinstrumente werden immer angekündigt, entsprechende Mittel aber nicht im Haushalt eingestellt. Sie haben es ja vorhin angekündigt, Sie sind eine Ankündigungsregierung. Wann sehen wir hier einen Fortschritt? Das Finanzierungsmodell des DIN als selbsttragende Einrichtung der Wirtschaft ist in innovativen Bereichen wie KI international nicht mehr konkurrenzfähig. Hier fördert China zum Beispiel Normungsexperten und Gremien, um damit Einfluss auf Standards sicherzustellen. Daran sollten Sie sich orientieren. Auf Bundesebene sollten die bisherigen Förderprogramme, zum Beispiel Spitzencluster oder Forschungscampus, speziell zum Thema KI aus unserer Sicht neu ausgeschrieben werden. Wann wird es hierzu endlich von Ihrer Seite Vorschläge und zeitliche Umsetzungsmaßnahmen geben? Und was sind dann die von Ihnen genannten Sprunginnovationen, die Sie verstärkt fördern wollen? Die von Ihnen neu gegründete Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen soll Innovationsakteuren die finanziellen Mittel und Freiräume öffnen, um bahnbrechende Ideen in die Anwendung zu überführen. Wir begrüßen diese Forderung. Jedoch fehlt auch hier eine genaue Definition dieser Sprunginnovation. Und zur stärkeren Sichtbarkeit Deutschlands und Anziehungskraft von Innovatoren und Fachkräften wollen Sie 40 Leuchtturmprojekte fördern. Damit können Sie mit den 40 Leuchtturmen die ganze Nordsee ausleuchten. Schaffen Sie 1 bis 3 wirkliche Leuchtturmprojekte, dann klappt es auch mit der Anziehung von Fachkräften und von Investoren. Oder fragen wir ganz einfach, was verstehen Sie unter künstlicher Intelligenz und was nicht? Hierbei sollten wir uns in Zukunft nicht wundern, wenn noch mehr Forschungsgelder mit dem Begriff KI versehen werden, um dann an einen von Ihnen in Aussicht gestellten Geldregen teilhaben zu können. Um im internationalen Vergleich nicht zurückzufallen und somit die erlangte Führungsposition, die wir jetzt ja noch innehaben, zu erreichen und nicht zu verlieren, muss es eine strategische und konzentrierte Förderung von KI geben. Und genau diese Förderung muss ein Kernthema in geeignete Zukunftsstrategie KI darstellen. Darauf sollten Sie sich konzentrieren. Wir fordern, dass nicht nur internationale und überregionale Kompetenzzentren eingerichtet werden. International, nicht mehr national, ist jetzt los. Ja, so hören Sie. Allein Ihr Glaube. Sondern auch regionale Innovationscluster zur Vernetzung zwischen Forschung und Wirtschaft. Und zwar schwerpunktmäßig KMU. Das ist wichtig.
Forschung darf nicht nur ein Selbstzweck sein, sondern muss ausschließlich dafür da sein, die Wirtschaft entsprechend zu fördern und die Gesellschaft entsprechend zukunftsfähig auszurichten. Wir sind sehr ebenso bei der Sammlung von Daten unabhängig vom Umfang, Inhalt und Herkunft. Hier muss die Wahrung der Datensouveränität des Bürgers an erster Stelle stehen. Und auch hier haben Sie bisher keine Lösungen tatsächlich präsentiert, sondern nur nebulöse Ideen. Auch wenn man keine Zielsetzung hat, wird es eben schwer, Inhalte zu liefern. Sie haben an alles Mögliche gedacht, aber nicht an die digitale Zukunft dieses Landes. Denken Sie quer, ändern Sie bei den für unsere Gesellschaft so wichtigen Zukunftsthemen Ihre bisherige Vorgehensweise des unkoordinierten Aktionismus. Wir können den Gesamtkomplex der Digitalisierung mit einem horizontal agierenden Digitalministerium steuern. Nur so wird es gehen. Nur so können wir zielgerichtet Herr Kollege, arbeiten, kommen Sie bitte zum fördern Ende. Und entwickeln und das Miteinander der einzelnen Ressorts zukunftsweisend steuern. Wie sagt man noch so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich befürchte aber, dass auch diese Hoffnung Herr sterben Kollege, wird. Bitte stimmen Sie unserem zum Antrag Ende. Zu, damit die Hoffnung lebendig bleibt. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist